Seit 175 Jahren steht der Name Regens Wagner beispielhaft für Inklusion. Er steht dafür, dass Menschen im vollen Umfang und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können, egal ob mit oder ohne Behinderung. Was damals im Jahr 1847 als Schule für gehörlose Mädchen und Frauen in Dillingen begann, ist schon längst eine Erfolgsgeschichte. Heute gehören die Regens-Wagner-Stiftungen bayernweit zu den größten Trägern. Und im Engagement für die Inklusion von Menschen mit Behinderung ein wichtiger Partner für den Bezirk Schwaben. Mit ihren Angeboten beweisen sie täglich, dass sie zuverlässige Partner sind, die Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe begegnen. Sei es in ihrem Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in Dillingen, das in Kürze saniert wird, in ihren vielfältigen Wohnangeboten für Erwachsene mit geistiger Behinderung, in ihrer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder ihrer Beratungsstelle für Menschen mit Hörbehinderung und deren Angehörigen, die der Bezirk fördert. Sie nehmen Herausforderungen an, die unsere Gesellschaft auch in Zukunft bewältigen muss. Dafür möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen. Im Namen des Bezirks Schwaben gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu 175 Jahren Regens-Wagner-Stiftungen. Ich bedanke mich herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit bei dem Stiftungsvorstand, bestehend aus dem geistlichen Direktor Rainer Remmele, Gerhard Reile und Matthias Bühler, sowie beim Stiftungsrat der Regens-Wagner-Stiftungen. Mein besonderer Dank jedoch gilt allen Mitarbeitenden und Helferinnen und Helfer, insbesondere den Dillinger Franziskanerinnen. Ihnen allen wünsche ich auch in Zukunft viel Erfolg. Alles Gute zu 175 Jahren Regens-Wagner-Stiftungen. Bleiben Sie gesund!